Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Uncharted 4. Wir sind hier in New Devon angekommen, endlich. Nach einer schönen Spritztour durch Libertalia Island, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich räume hier die Speere ab. Elena ist mit uns dabei. Wir sind auf der Suche nach unserem Bruder, den wir retten müssen, obwohl er uns eigentlich ziemlich verarscht hat, was eine ziemlich uncoole Sache ist. Dieses Wasser ist so trübe, ich habe ein bisschen Bammel, da durchzugehen. Ja, guckt euch mal an, was hier passiert ist. Irgendwas, das sieht nicht schön aus. Hier ist ein Kampf gewesen. Und hier wurden ziemlich viele Menschen bestialisch ermordet. Ja, ich weiß nicht, kann man das ermorden nennen? Eigentlich schon, oder? Da hinten leuchtet jedenfalls mal was. Was steht da? Digna factis recipimus. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Was unsere Taten wert sind. Ach so. Besonders wenn man Avery ärgert. Stammt aus der Bibel, der reumütige Dieb Dismas. Avery war ein bisschen besessen von ihm. Kann man so sagen. Aber er hat sich wohl selbst dafür gehalten. Irgendwas ist hier passiert und hier blinkt die ganze Zeit schon was. Das nehme ich jetzt hier mal auf. Meins. Was ist das? Irgend so ein Teekessel, Teekanne oder sowas müsste das sein. Okay, wir müssen da irgendwie da hochkommen. Denn offensichtlich ist hier zu. Wir müssen oben drüber. Aber ich habe da schon ein Gefühl, wo es lang geht. Hier ist mir so ein komischer Turm. Was sagt sie? So. Gehen wir mal hier hoch. Auch nur kurz deine Hilfe. Kein Problem, oder? Ich hoffe, stört dich nicht. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht? Darüber, da hoch. Okay. Hier rüber schwingen. Verzeihung. Pardon. Und ich würde sagen, hier hoch. Jawohl. Funktioniert noch einmal frei, wie eh und je. Hä? Ah, da wollte ich doch die ganze Zeit hin. Wow. Die Stadt muss verdammt schön gewesen sein früher. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Oh, der nicht Traum gut. Eines jeden Heimwerkers. Na ja, also bitte. Oh, sie hat sogar Fernglas dabei. Also, da sind bestimmt Shoreline-Typen. Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich habe so eine Vermutung, wer das ich war. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Ein Traumpaar. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Große. Oh. Dürfte ich es auch mal sehen? Ist auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, danke. Ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist. Was? Schorlein. Darf ich es jetzt endlich mal sehen? Sam. Er lebt noch. Natürlich lebt er noch. Na los. So. Ich würde sagen, wir dürfen uns auf den Weg da durch diese Lawine machen. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Lass mal gut geht. Ich glaube, wir müssen nach links. Die Statue will uns irgendwas sagen. Autsch. Ha. Kann ich hier nicht irgendwie hoch? Ich will nicht in diese Plörre. Aber ich glaube, ich muss. Ab ins Löchlein. Alles okay?
Bis jetzt läuft ganz gut. Und schön klettern. Leute, Leute, ich sag es euch. Was war das denn? Immer dieses im Kreis klettern. Wir müssen da rüber auf das Dach, damit wir da durch können. Okay. Ja. Tja. Ich würde behaupten, das war's nicht. Und springen! Hier durch. Vorsicht, Kopf. Diese Spannung gerade ist ja unerträglich. Ja, hier hätte ich im Kreis gekriegt. Ach, da. den konnte jemand nicht ausstehen. Ne, den hat's ein bisschen unglücklich erwischt, möchte ich sagen. Aber wir haben endlich mal eine Notiz. Ja, wie immer galt in den vorigen Episoden bei uns auch schon, oder bei mir auch schon, durchlesen dürft ihr selber, oh, so groß ist der Brief nicht, Gründer England. Gründer Content, die haben sie. Allein die Anreden sind etwas merkwürdig. Aber sie haben was gegründet. Das ist schön. Hier sieht's zu aus, gehe ich nach rechts. So. Erstes Haus überwunden. Und da sind Gegner. Schon wieder diese Shoreline-Typen. Die gehen mir auf den Sack. Wo gucken die denn überall hin? Springe ich mal ins Wasser? Dann schleiche ich mich mal hier durch. Da chillt einer ab. Okay, oben sind glaube ich auch drei oder sowas. Wo guckt denn der gerade hin? Der guckt gerade direkt zu mir. Das ist doch eine fiese Map. Kann der mal weggucken, bitte? Hallo. Ha. Ist er weg? Gute Nacht. Einer weniger. Eine Granate. Eine Pistole. Was hab ich denn für eine Pistole? Ach komm, die behalten wir mal. Hier hängen sie alle rum. Wie die Ganoven. Sehen, Elena. Aber pssst. Mist. Hier wollte ich eigentlich nicht lang.
Die Frage ist, wo muss ich durch? Ha! Da chillt ein Typi. Okay. Drake hat sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind. Hä? Mist! Au, au, au. Lass das! Hä? Ist der tot? Kurz nachladen. Schande! Mist! Oh! Mich in Ruhe. Nachladen. Was ist das jetzt? Oh oh, oh verdammt. Eine Steinbüchse, was will ich mit einer blöden Steinbüchse? Vorsichtig. Oh Gott, das bist du. Nachladen. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Danke. Zwei Schüsse ist auch nicht die Welt, ne? Hier war noch was. Hat die Munition? Jetzt hat sie gut. Wai! Leute! Könntet ihr mal aufhören hier? Blöde Pistole. Heimatland. Der ist aber bestimmt noch da, oder? Nachladen. Ist er down? Sieht so aus. Komm raus. Ja, leck mir doch am Arsch, du. Du weißt nicht, wo ich bin. Komm schon raus. Ich weiß, dass du da bist. Zeig dich. Wo? Wo bist du? Da ist er. War's das jetzt? Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Hui.
Ich möchte nicht sagen, dass das krass war. Aber das war schon ein kleines bisschen krass. Hat hier irgendeiner von euch eine gute Wumme? Ach, das habe ich doch schon. Puh, das war Action pur gerade. Ach, Munition ist gut. Ah, ein Scharfschützengewehr, das nehme ich mit. Okay. Ist zwar nicht die beste Waffe für den Nahkampf, aber ist zumindest besser als diese blöden Granatwerfer. Boah, das war gerade echt gay, möchte ich sagen. Jo, was ist das denn für ein mega Loch? Wasser? Hm? Geht's hier irgendwo hoch? Vielleicht? Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Ja, guck ich gerade mal nach, ne? Ah. Okay. Gehen wir mal hier lang. Hier ist zumindest mal ein Lichtkegel. Aber hier kommen wir auch nirgends hoch. Ich glaube, wir müssen weiter tauchen, liebes. Hä? Wieso komme ich jetzt hier nicht hier hoch? Ah! Habe ich natürlich gewusst, war geplant. Toll. Sackgasse. Hm. Achso. War jetzt nicht so schwer. Und ich bin draußen. Hell, ekelhaft. Licht. Bäh, pfui Teufel. Wir sind schon ein ordentliches Stückchen rangegangen. Wie viele Leute hast du hergebracht? Die hat die verdammte scheiß Armee hergeholt. Meinst du, sie hat einen Schatz? Nein. Da stimme ich hier sogar zu. Ist das eine Frau gewesen hier? Sieht ein bisschen so aus, ne? Aber ich glaube, das war Selbstmord. Nee, war's nicht. Was haben wir dir? Gründer warnt. Ich habe Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich euch... Was? Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Was ist denn das für ein Deutsch? Naja, Piraten halt, ne? Sie waren beide Kinder? Wo bist du? Da. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Oder beides. Also, wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite von diesem reißenden Flüsschen. Zumindest sieht es ein bisschen so aus, ne? Oder hier drunter. Wer weiß. Wo? Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Ach, Quatsch. Irgendwas ist auf der anderen Seite. Das rieche ich doch. Da oben ist was. Ab in die Pfütze. Hochziehen. War jetzt nicht so schwer, ne? Tada. Wenn ich das hier runterstoße, dann rutscht das da runter und wir sind alle glücklich. Ist ja eigentlich egal wohin, oder? Ich gehe eine Runde planschen. Einfach treiben lassen. Dann machen wir das folgendermaßen. Ungefähr so.
Komm zu Papa! Ach nö. Und her damit! Na? Elena, wie findest du deinen Mann jetzt? War doch schon ziemlich cool gerade. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Immer diese Diskussion. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, ja. Er hat dich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Irgendwann geht's schief. Ich seh's kommen. Da hinten ist der große, große Palast. Oh. Geht's dir gut? Schatz? Oh oh. Hi! Das war cool! Lass uns auch nochmal machen. So, wo müssen wir hin? Vielleicht hier rüber? Nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen Hunger, bitte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ich glaube, wir müssen hier in einen riesen Palast da rein. Na los, gehen wir weiter. Hier lang vielleicht? Sieht ganz gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Hm. Sehr beruhigend hier alles. Wir können sogar laufen. Ist das nicht schön? Hör mal. Hm, rot. Glaubst du, die Seebär haben hier alles geflutet? Und genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie... Ich finde es nur seltsam, dass... Ich würde es ja auch diesen Shoreline-Typen zutrauen. Avery's. Ganz genau. Was haben wir denn hier? Ist bestimmt irgendwer vergraben. Was? Ach, da haben wir wieder was. Was haben wir hier gefunden? Sieh mal an. Einen... Was ist das? Egal. Damit kann ich doch irgendwas machen, oder? Was ist denn das für eine Musik? Kann ich jetzt das 1000 Mal anschauen? Offenbar, ja. Ich würde gerne eine Ritterrüstung anziehen, aus der Zeit, einfach zur Sicherheit. Mhm. Wie sieht es nicht so aus, als dass ich hoch könnte? Was haben wir denn hier für ein Arbeitszimmer? Noch so ein komisches Vogelding. Wunderschön. Naja, muss jetzt nicht jedem gefallen, ne? Geschmackssache. Ein Brief! Gründer Baldridge. Okay, als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Okay, wie immer, Geschichte könnt ihr lesen, wenn ihr hier auf Pause drückt. Aber ich habe so eine Vermutung, was hier passiert ist. Dass ihr zur Besinnung gekommen seid, falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Ach Mist, da war noch was, da war noch ein Umdrehen. Mach ich doch glatt, was haben wir denn hier? Hier ist nochmal komisch, irgend so ein komisches Siegel oder sowas. Na gut. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, während wir hier auf Entdeckertour sind. Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Hä? Wo geht's denn hier lang? Würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge endlich zu unserem Bruder wiederkommen. Dann schaue ich mal, was uns dann da oben erwartet. Wie immer, wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen. Kommentaren
Könnt ihr fleißig reintippen in die Kommentare, also unten, ihr wisst, was ich meine, Mann. Und wenn du noch auf dem Kanal bist, lass doch ein Abo für mich da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis morgen. Macht's gut und may the fun be with you.